Ich hab ja keine Ahnung, wo er den hernehmen will. Aber na gut. Du da drüben. 3, 3, 4. Gut, das ist ja schon mal nicht 288. Ich glaube, das ist so eine Frage, da fühlt man sich einfach awesome. Wurden alle Vorkehrungen getroffen? Ja. So bei einer Gruppenarbeit muss man das auch mal machen. So kurz vorm Vortrag. Wurden alle Vorkehrungen getroffen? Ja. Nein. Wie auch immer. Falls übrigens wer weiß, wie sich diese komischen Mützen, die die beiden Clowns da tragen, nennen. Also außer Clownsmützen. Bitte in die Kommentare. Weil, ich weiß immer nicht, wonach ich danach googeln soll und ich hab's einfach noch nicht gefunden. Ich glaube, die Geschichte hatte er sie dann irgendwann schon mal erzählt, so im Vertrauen. Oder Lilly war das. Ich glaube, Lilly hatte er es erzählt. Weil von wegen, ne, er war ja fremdgegangen und dann war sie sauer geworden. Tja. Vielleicht wurde noch eine andere Herrscherfrau von Kuya beeinflusst. Oh, und jetzt spannt er uns für seinen gescheiterten Ehestreit ein. Den Spruch hätte ich eher von Margot erwartet, aber ich finde, von Freya kommt er an zweiter Stelle. Ach ja, so viel verschachtelte Probleme. Um Hilda wiederzubekommen, müssen wir das Luftschiff verfolgen können. Dafür brauchen wir selbst ein Luftschiff. Und dafür braucht Cid sein menschliches Aussehen. Und dazu brauchen wir eigentlich wieder Hilda. Womit der Kreis geschlossen wäre. Oh! Oder wenn ja natürlich die totosche Abkürzung. Wir fragen den allwissenden Prof. Das funktioniert natürlich immer. Und da ist er auch. Perfektes Timing. So, Entschuldigung, wenn ihr das Geknister gehört habt, aber ich will einfach ein paar Flips so nebenbei. Das dürftet ihr nicht hören, weil Flips sind ja nicht so laut. Aber das wird schon. Nein, Eiko und Lilly. Ohne die Frauen, das ginge ja gar nicht. Dann wäre ja nur noch Freya und eventuell Quina über. Die könnten die Rolle der Frauen nicht erfüllen. Ja, etwas ganz Schreckliches ist passiert.
Welche Stadt soll noch angegriffen werden? Es gibt keine mehr, die übrig ist. Doch, Traynor. Genau. Kleiner Trick übrigens. Ich glaube übrigens, dass diese ganze Kartenturnier-Sache hat eigentlich nur die Bewandtnis, dass alle Leute aus Alexandria, dass die entsprechenden Leute aus Alexandria rauskommen. Und Cid mit seinem Luftschiff für den Rückweg und, ne, ihr merkt schon, diese kleinen Nebensachen, dass Cid der Champion ist, die haben einen Grund. Ne? Und jetzt natürlich alle hier, damit jetzt Traynor angegriffen und Professor Toto wurde natürlich herbestellt, damit jetzt Traynor angegriffen werden kann, ohne dass Toto stirbt. Ne? Nah, just kidding. Es ist nicht Traynor. Es ist was mit Lily. Noch viel schlimmer. Entschuldigung, dass die Textboxen so schnell weg waren. Das war halt so. Henrietta kann ja Toto die Zirpe untersuchen. Ach nee, der muss ja Prinzessin untersuchen. Sit, Captain Obvious. Okay, Oberta, Captain Ultra Obvious. So, Gästezimmer kennen wir. Ist das, wo wir aufgewacht sind. Ich frage mich gerade, ob wir jetzt in die Stadt runter könnten. Müssten wir auch in die Ebene, in die erste Ebene. Aber machen wir später. Wir kriegen schon noch die Gelegenheit, da bin ich relativ zuversichtlich. Außerdem weiß ich ja nicht mal, ob wir hier überhaupt was Neues haben. Oh, hoppla. Okay, gut, dann schauen wir halt doch jetzt nach, ob wir hier rauskommen. Außerdem, sind die Leute jetzt in meiner Gruppe, oder? Nein. Aha. Also, ich bin aufs Schloss begrenzt. Gut. Da es im Schloss nicht viel zu tun gibt, tun wir das, was wir tun sollen. Und retten unser Mädchen. Na, okay. Schwierig, sie vor der eigenen Stummheit zu retten. Moment, ich hab ein Echokraut. Wie wär's damit? Na. Wieso kann man eigentlich hinter dem Brunnen nicht... Die Architektur dieses Raums ist echt seltsam, finde ich. Dieser Brunnen da an der Wand und irgendwie so und so und so und ach, alles, keine Ahnung. Ach, Toto. Schepper, 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 Schepper. Mal ganz direkt jetzt bitte.
Entschuldigung, war gerade abgelenkt. Hat gerade kurz was getrunken. Steiner könnte auch in jeder Seifenoper mitspielen. Ich sehe schon kommen. Die große Dramasequenz, in der alles verloren steht. Und dann Lilly ihre Sprache wiederfindet mit der Ultrabeschwörung ihrer. Quatsch, ihr. Alle rettet mit dem großen Ausbruch und ja. Steiner, erspar es uns. Warum kannst du nicht stattdessen stumm werden? So, jetzt kommt ja mal Tacheles auf den Tisch. Ach ja, aber die liebe Alko macht's auch. So lieb. Aber na gut, ja. So. Yay, erstmal die gute Nachricht. Oh, die antiken Schriften, die haben natürlich immer recht. Man müsste das mal machen. Man schreibt so ein Ultra-Satire-Buch über Wissenschaft oder so eine Art Satire-Lehrbuch, also, ne, Lehrbuch über, keine Ahnung, total den Unfug. Dinge, die halt nicht funktionieren. Wurmlöcher, keine Ahnung. TNT aus Wasser und Ahornblättern, ich habe keine Ahnung, irgend sowas. Und irgendwann, so in ein paar tausend Jahren, wenn es da noch Menschen gibt, finden die das. Dann finden sie diese antiken Schriften und denken, oh, die konnten damals Wasser aus TNT und Ahornblättern. Voll geil, wir kriegen das gar nicht hin, egal wie wir es machen mit unserer Technologie. Die waren ja voll über. Ja, und das ist so die antiken Trollschriften. Das wäre doch was. Ey, ja, er sagt's schon. Ich weiß nicht, ob man der Quelle trauen darf. Das könnte sein Tod bedeuten. Natürlich. Gleich der Tod. Nein, okay. Drei Medizine. Medizin 1, 2 und 3. Na gut, okay. Ein bisschen kreativer sind die Namen doch, aber auch nicht viel. Es wird immer besser. Jetzt heißt es also Medizin suchen. Und uns angucken, was nicht geht.
Was geht denn nicht? Verrat es uns. Ah ja. Nicht runterfallen. Da wissen wir jetzt also, wo Zinna ist. Unser Wunderdingensens. Den Homer? Wodemoy Guat. Es ist der Hammer. Den Scheiß vorlesen, das ist... Glaub mir, Markus, den willst du auch nicht. Der macht so wenig Schaden. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist mein Ernst. Einen Hammer gebe ich dir nicht. Gut, wir wissen jetzt also, wo in etwa wir Zinner finden. Klar, dass die auch mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind. Macht ja Sinn. Also ab dafür. Miau. Ups. So. Erste Ebene. Wir können jetzt natürlich in die Stadt zurück. Das müsste auch bedeuten, dass wir einkaufen können. Falls es was lohnt, das zu kaufen gibt, natürlich. Wir wissen ja nicht, ob der Shop hier aktualisiert wurde. Ich meine, nach so einer langen Zeit wäre es da möglich. War es jetzt eigentlich so lange, seit wir das letzte Mal hier waren? Ich habe keine Ahnung. Mein Zeitgefühl in solchen Spielen, das ist halt immer... Es war so viel Sequenz in letzter Zeit, dass einem die Spielzeit viel länger vorkam, als man eigentlich gespielt hat. Fakt ist, wir schauen es uns mal einfach mal an. Zinna läuft uns schon nicht weg. Das Haus wird es wohl so nicht so schnell fertig, was sie da machen. So. Einkaufsviertel, überall wird gebaut. Bauen sie. Und da geht's nicht lang. Wo geht's hier lang? Was ist das hier? Ich glaube, das Gebäude habe ich vorher schon mal gefunden. Ach genau, das war der Kerl mit den zwei Thronen. Das war halt hier, was? Kartensammler. Achso, wie man im Kartenstadion gewinnt. Mir interessiert das Kartenstadion nicht, ich habe da schon gewonnen. Ich will die Truhen, ein Elixier und ein Allheilmittel. Nett. Hast du irgendwas zu sagen? Derp. Mir fällt gerade nämlich was ein. Es gab hier in Lindblum noch einen Mogling. Ich war mir ja eigentlich sicher, dass es in Modern in Lindblum war. Aber Modern war nicht hier in Lindblum, denn das war ja Mog. Aber es gibt hier noch einen Mogling. Nicht dort. Doch dort, oder? Ja. Und zwar den im Gasthaus. Den da. Und das ist Modern. An Modern einen Brief überreicht. Ein Brief. Ja, rate mal, warum in letzter Zeit keine kam. Von Mog an Modern. Das ist jetzt der neuere. Was, Stillskin Alexander? Oh, shit. Okay, Serino war die auf der Roten Rose, auf dem Schiff von Königin Brain nach der Klärersache. Den schleppen wir schon etwas lang herum. Oh.
Keine Sorge, die ist inzwischen tot. So. Ach genau, und einen von Ruby hatten wir hier auch. Also an Modern wird echt viel ge... Oh, weißt du was? Du hast schon 3 Briefe bekommen und beschwerst dich, dass keine mehr kommen. Das ist doch ein Arsch. 3 Briefe an einen Mogri, der soll lieber froh sein, dass er so beliebt ist. Jetzt haben wir die Gelegenheit, um zu speichern. Und jetzt prüfen wir den Laden. Das fiel mir gerade so ein, wo ich hier lang bin. Weil es ist ja mal, einmal startet man hier ja in diesem Gasthaus, wenn man das erste Mal in den Turm ist. Und, war hier nicht irgendwo eine Truhe? Nee. Und ich vergesse irgendwie immer, wo der Eingang dazu ist, weil man taucht halt irgendwie so in Lindblum auf dann und ja, keine Ahnung, man muss nie wieder hin und, naja, ihr wisst schon. Naja, jetzt weiß ich, wo es hingeht. So, jetzt können wir einkaufen und schmieden gehen. Oh, ich bin gespannt, ob das was wird. Und geh mir aus dem Weg. Also zuerst die Schmiede. Weil Schmiede ist toll und nach der wenn es in der Schmiede was Neues gibt, müssen wir vermutlich eh wieder zum Laden. Genau, und bei fast allen NPCs haben wir jetzt nach der Medizin Fragen zur Auswahl. Und ein bisschen Smalltalk ist halt der Standarddialog. Allerdings sieht es nicht aus, als gäbe es hier was Neues bisher. Nee, nicht wirklich neu. Nope, nope, nope. Gut. Keine neuen Schmiede. Dann ist vermutlich der Laden auch nicht geupgradet. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Sicher ist es. Ist der Laden eigentlich inzwischen wieder... Hey, naja, nicht so wirklich fest, aber... Hallo du, wer bist du? Ups, Medizin. Ist ein hallo, hübsches Mädel, Smalltalk, etc. Keine schlechte Idee in diesen Zeiten. Ah, es ist also ein kombinierter Item-Zauberladen. Und siehe da, es gibt tatsächlich was Neues. Ein Zauberstab. Oh, und ein neuer Stock. Mehrenreif, hole ich mir einen zweiten. Chakraband. Oh, das ist gut. 2 Stück erstmal. Schattenhut auf 2. Oh, weia. Gut, dass ich einkaufen gegangen bin. Jetzt inzwischen können wir auch alle Heilmittel kaufen. Also ihr seht, wir haben es langsam echt Luxus. Wir haben es inzwischen echt Luxus. Ey, dieses Deutsch mal wieder, ne? So. Schauen wir doch mal. Hüte. Ich habe lange keine neuen mehr gehabt. Chakraband, wow, die Werte, die Abilities. Schattenhut. Neutralisiert Kälte. Warum neutralisiert der Schattenhut der Schattenhut Kälte? Na gut, egal. Und wir hatten den Egoisten-Armreif gefunden. Nochmal Level Up. Neutralisiert Schatten. Hier gab's nichts Neues, ne? Nein. Und die behältst du bitte schön. So. Immer Hass wird natürlich sehr praktisch zum Klauen, wenn sie dann das hat. Wobei ich weiß gar nicht, wann der nächste Boss kommt, aber egal. Wir geblieben. So. Gut, also. Das wäre erledigt. Dann können wir ja jetzt ins Theaterviertel zu Senna. Au. Ich sollte auch mal meinen Schreibtisch zu hauen. Ups, war das jetzt richtig? Ich hasse diese schnellen Textboxen, das ist schlimm. So, Theaterviertel. Dann wollen wir mal. Oh, unsere 2 Burmesianer.
Lang her, dass wir sie gesehen haben. Ach stimmt, Gar war ja die. Das waren die wir unter der Statue, glaube ich, hergerettet haben. Den kennst du ziemlich schlecht. Wart. Es wieder wettmachen, das ist bestimmt Lilly. Oh nein, das ist Freya. Ja gut, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ja, wird Zeit, dass man Bomex ja auch wieder aufbaut. Das ist die einzige Stadt, die angegriffen wurde, die noch nicht... Na gut, außer Clara, aber die zählt nicht. Ob die ihr da mal nicht böse sind. Na, gut, dass die ihr nicht böse sind. Ich finde übrigens diese Form, Gedanken darzustellen, irgendwie sehr viel schöner als das in Klammern. Aber das geht natürlich nur, wenn man nur eine Person hat, die, na, wie heißt es? Da ist, von der die Gedanken kommen können, weil sonst könnte man sie ja nicht einfach dazu haben. Etwas, das ich unbedingt sehen muss. Wart. Wart. 5 Kinder. Oh mein Gott, die waren fleißig. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist ein bisschen gemein, aber ich habe spontan das Wort Rattenplage im Kopf. Lebensretter ist der wichtigste Freund, den man haben kann. Oh Mann. Und weg sind sie. Problem. Halt, Medizin. Du, Medizin. Na. Gut. Cheaten wir ein bisschen, denn Steffi.